Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir Kolonie Yota ein bisschen geholfen, die Probleme zu lösen, Freundschaften aufzubauen. Und zwar bei Kolonie 30 und genau bei selbiger Kolonie sind wir heute. Wir wollen heute Weidi ein bisschen aushelfen, der schon in unserem Team rumspukt. Und wir haben ja beim letzten Mal schon mehr oder weniger gesehen, dass wir dem Roboter hier eigentlich gerade gut mit Materialien versorgen können. Ich weiß nicht, wie viele Phasen das noch werden, ne? Das freut mich. Ach, mehr nicht? Okay, ich dachte eigentlich, hier würde jetzt mehr reden wollen. Na gut, wir haben ja auch noch die ein oder andere Informationsquest hier, ne? So heißen wahrscheinlich die verschiedenen Modelle. Die kennen sich hier mit Leffnissen aus, wie sind kein anderer. Guck mal, die reden über Gambert. Wo ich immer noch nicht weiß, wo der rumgammelt. Den habe ich letztes Mal gesucht. Also so um die 10 Minuten. Ihr habt davon nur so ein paar Sekunden gesehen von meiner Suche. Ja, hier bei der Küche ist auch noch mal jemand, der reden will. Die reden über Amas. Da oben sehe ich auch noch ein dickes, fettes I. Wahre Täter. Ach, schon wieder Schandtaten begangen worden, dass etwas beschädigt wurde. Okay, ich sehe jetzt sonst weiter kein I. Dann können wir den Schmarrn ja besprechen gehen. Da haben wir einiges. Der Collecticon ist auch. Ach, wir hatten noch eine Mission von Kolonie Yota. Na gut, die können wir ja auch noch abschließen. Let's lay out the facts. Stimmt, da war ja was. Die Nopons haben immer so geniale Namen. Die Mission sollten wir auf jeden Fall als erstes machen. Where should I start? Das Armer-Gespräch. Der Klugscheißer. Der Oberklugscheißer.
Where should I start? Jetzt kommt das große Wiley-Gespräch. Ich glaube, beide können uns dann ganz im Vortrag halten. So, wenn ich schon dabei bin, sammeln wir das von Alexandria auch direkt ab, das Gespräch. Wahrscheinlich nicht. Da freut man sich wirklich. Ach, guck mal, da ist ja auch der eine Kamerad drauf. Refreshing. I see some relations have changed. I'm coming with you. So, wir hatten jetzt aber trotzdem erstmal vor, hier Weidis Quest zu machen, ne? Kenn ich dich schon? Scheinbar ja. Oh, da vorne ist hier Gambert. Warte mal. War das nur das allgemeine Gespräch? Warte, Alexandria muss auch eben kurz einmal ins Gespräch rein. Okay, passiert nichts Besonderes, wenn man... Nee, doch, da war was. Da war Lady Alex. Er versucht, er muss mithalten. I'm coming with you. Da ist der Nopon. Wie nennt sie ihr Garstick?
Och, nee. Jetzt darf ich wieder Spuren folgen. Na gut, er wird noch irgendwo in der Kolonie sein, aber trotzdem. Ich hasse diese Spurenquesten. Als ob du ins Wasser gesprungen bist. Ich pack mich gerade übrigens extra nicht ins Bild. Ich erwarte weitere Sequenzen. Den Weg hier kenne ich auch noch gar nicht. Whoa, check this place out. Okay, Bororo muss ich tatsächlich nicht so lang verfolgen. Alexandria hat Erklärungen zu geben. Na gut, zu dem Zeitpunkt waren die ja noch im Krieg so gesehen. Wenn das jetzt was passiert wäre, hätte ich jetzt Alexandria im Team. I see some relations have changed. Und wieder laufen. Erster kleine Fiesling. Ich glaube, die Quest soll eigentlich vor der anderen stattfinden, wo die jetzt den Technologieaustausch haben. Er ist viel zu gutmütig. Ja, das haben wir abgeschlossen. Und da unten ist neues Abgebezeug wahrscheinlich. Phase 5. Na toll. Noch mehr Materialien. Ich habe nicht mal eins davon. Okay, hier kann ich wieder eine Zeit lang nichts abgeben. Dann machen wir die Quest von Alexandria als nächstes.
Ja, darum geht's. Hier rastet jemand aus. Ja, vielleicht will er das. Alter, es ist schwer, den Text zu lesen, wenn die so rumbackt. Bitte sag, ich hab das Zeug. Und ich darf jetzt runter und das Problem mir anschauen. Danke für die Hilfe. Wir werden dort nachsehen, falls ihr es nicht lesen konntet. Ich weiß nicht, wer von euch so extrem gebackt hat, aber ich musste das beenden. Ah, ich muss in diese Minen wieder rein. Die waren grausam. Also zumindest vom Aufbau her waren die Minen hier grausam. Da sind wir auch schon. Gute Frage. Okay. Schieben. Sif ist selbst da drin. Deswegen hat er ständig dasselbe Ding reingepackt. Gern geschehen. Und jetzt darf ich wieder zurück. So, und hier stehen wir. Erstmal kurz gucken. Okay, es backt keiner. Es klingt irgendwie nicht wie eins.
Ja, die Quest wäre dann auch abgeschlossen, ne? Ich glaube, da steht jetzt verdankt Leben oder irgendwas. Ja. Aber ansonsten ist hier jetzt nichts mehr zu tun, wahrscheinlich. In Kolonie 30 haben wir ja auch nichts mehr zu tun. Vorerst. Also, das Material darf ich da sowieso erstmal wieder ewig lang suchen. Ne, hier ist keine Informationsquest. Und ich werde nicht eingeschläfert, während ich rumlaufe. Der Witz musste sein, nachdem was das eine Mal passiert ist. Ja, zu welcher Kolonie reisen wir denn als nächstes? Kommt mir gerade so in den Sinn. Wir könnten bei Lambda vorbeischauen, dass wir halt der Reihenfolge gehen. Dass wir jetzt erst bei Lambda vorbeischauen, wenn da nichts ist, haben wir bei Kolonie Tau. Da haben wir auf jeden Fall einiges zu tun, das hatte ich gesehen. Und dann kann ich ja nochmal bei der Kriegskolonie da vorbeischauen. Ich nenne die so, weil die ja komplett auf Krieg aus sind. Die wollen ja wirklich Streit mit allen, was Beine hat. Kolonie Lambda müsste ich jetzt auch nicht so lange untersuchen. So, ich sehe hier auf jeden Fall schon mal eine Informationsanzeige. Informationen haben wir auf jeden Fall. Ja, da wurde ja ein Berg von dem Annihilator weggefegt. Mal gucken, sonst noch weitere Informationen? Na gut, hören wir uns die eine Informationsquelle an. Let's make the most of our break, guys. Nee, wusste es, dass es keine Quest ist. Where should I start? Gut, dass wir sie kaputt gemacht haben. Die streiten immer. Na gut, hier haben wir aber sonst nichts weiter zu tun, ne? Ich überlege gerade, ob wir vielleicht erstmal gucken, ob hier bei Kolonie 11 überhaupt eine Quest vorhanden ist. Weil wenn nicht, dann können wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall komplett auf Kolonie Tau fixieren. Und dann würde ich bei Kolonie Tau auf jeden Fall noch die Informationsdinge abholen. Soweit ich das sehe, haben wir bei Kolonie 11 gar nicht mehr irgendwas zu tun. Da oben auf dem Turm soll auch keiner rumlaufen. Ja, bei Kolonie 11 sind wir offenbar auch fertig. Dann können wir uns auf jeden Fall auf Kolonie Tau jetzt fixieren. Und sobald wir mit Kolonie Tau alles erledigt haben. Klar, bei Kolonie 4 gibt es noch diese eine Sammelquest da. Vielleicht kommen danach dort noch ein paar. Aber ich glaube nicht, dass da noch sonderlich viel kommt. Ich
würde gerade zumindest gerne mal gucken, ob Sion eventuell auf Juniper reagiert. Sions Adjutant ist ja zumindest sehr von ihr begeistert, ne? Nee, reagiert nicht drauf. Leave it to me. My stomach's growling. So, hier haben wir auf jeden Fall noch Informationen hier abzuholen. Lange nichts von Imogen gehört. I see some relations have changed. Der hat direkt zwei Questen für uns. Man könnte es aber auch verwenden, um Monster zu betäuben, oder nicht? Diese Pilze. Die nehmen jede Hand, die sie kriegen könnte. Natürlich. Doch nicht schon wieder. Let's dig up some spongy spuds. Warum immer die Maserkartoffeln? Erst rede ich mit der hier. Keine normalen Lopon? Ja, die kann ich ja absammeln, ne? Sion würde wahrscheinlich auch gerne so gute Kartoffeln sehen. Wenn es weiter nichts ist. Ich sehe, einige Relationen haben verändert. Carson, wo ist Carson? Die hungrige Meute kommt.
Dann gibt's noch Fleisch. Die sind nur Level 34, ich glaube, den Kampf schneide ich raus. No love lost! Power ring! Refreshing ring! Fight! Ha! Things are building up! Sometimes, brute force is the answer! Ah, okay, es sind 12 Gegner. Ja, das schneide ich wirklich für euch raus. So, sind jetzt kaputt. War nur noch Hoppers und so fliegende Viecher dabei, aber nichts Interessantes. Also, da, dieser eine Kampf war jetzt wirklich nicht der Rede wert. Habt ihr schon darüber nachgedacht, eventuell einen Elektrozaun aufzustellen? So machen das auch viele Farmer, dass sie tatsächlich so einen Stacheldrahtzaun oder eventuell sogar einen Elektrodrahtzaun aufstellen, um ihre Ernte zu schützen. Weil die haben dasselbe Problem, nur dass es bei ihnen keine Monster sind, sondern etliche Waldtiere beispielsweise oder sonstige Schädlinge, wie beispielsweise Karnickel, wie ich ja schon mal erwähnte. Für Farmer sind Karnickel Hölle. Also Karnickel sind, meine ich, sogar das Schlimmste in dem Fall, weil die sich so rasend schnell vermehren. Oh, lecker, jetzt kriege ich Hunger. So, haben wir auch nebenbei noch erledigt, ne? Und direkt ein neues Gesprächsthema bekommen. Ja, in der Hinsicht habe ich hier noch viel zu tun. Das weiß ich jetzt schon. Ihr seid lustig? Ich find's lustig, wie die hier so einen Totem machen. Ja gut, die eine Nebenmission, die da hinten jetzt ist, die nehme ich jetzt mit Absicht nicht an. Wir kümmern uns beim nächsten Mal weiter um Kolonietaus-Probleme. Da sind ja noch massig. Haben da auch gerade erst Koloniestufe 2. Eventuell gucke ich, da ich bei Kolonie Lambda Offscreen auch mal auf Kolonie Stufe 4 das bringe. Also die Harmoniestufe.
dass da eventuell auch meine neue Quest ist. Darunter gehört natürlich auch diese Sterne mal abzusammeln. Das gibt ja auch ein bisschen Harmonie. Naja, jedenfalls. Wenn euch der Part gefallen hat, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, dann kümmern wir uns auch um die Probleme, die Kolonie Tau derzeit hat. Kolonie Tau wird wahrscheinlich letztes sein, bevor wir wieder mit Hauptstory weitermachen. Vielleicht Kolonie Lambda, wenn ich das auf 4 kriege und da tatsächlich noch eine Quest kommt. Aber ansonsten, bis zum nächsten Mal.